Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal gemeinsam Face ID und den Unlock Code verändern, einrichten und so weiter. An unserem Apple iPhone 16 Pro und 16 oder Pro Max, Max, Max. Face ID ist einer der besten auf den Markt erhältlichen Unlock-Fähigkeiten des Marktriesen Apple hier, denn wenn ihr bei Android-Geräten etc. könnt ihr sogar ein Blatt Papier mit eurem Foto davor halten. Jetzt krass gesagt. Und ihr könntet einen Unlock kriegen. Hier ist es so. Hier oben sind True-Depth-Kamera mit LiDAR-Scanner. Die tasten unser Gesicht nämlich sehr akkurat ab und kann dadurch Transaktionen freigeben, uns verifizieren und so weiter und so fort. Um dies einzustellen, gehen wir auf Einstellungen, gehen runter und sehen dort Face ID und Code. Wenn ihr einen Code haben solltet auf eurem Smartphone, einen Unlock Code, dann werdet ihr diesen jetzt eingeben müssen. Nun sind wir in der Rubrik Face ID und Code. Wir verwalten Apps, indem wir Face ID und andere Zugriffseinstellungen für das iPhone verwenden, nicht alternative Erscheinungsbilder ein und ändern unseren Codele. Das heißt also, als erstes, ihr seht, es ist alles ausgegraut hier oben. Das heißt also, iPhone entsperren, kontaktlos bezahlen, iTunes, Passwörter ist gerade deaktiviert. Deshalb müssen wir jetzt gleich Face ID konfigurieren. Das wäre der nächste logische Schritt in unserem Durchgehen. So, konfigurieren von Face ID. Wir positionieren unser Face zunächst am oder im Kamerarahmen, beschreiten dann einen Kreis mit unserem Gesicht, sodass es allen Blickwinkeln zu sehen ist. Auf geht's. Ich komme in die Area. Ups, bin drinne. Und bewege mein Gesicht jetzt einmal um die eigene Achse. So, da sind wir wieder. Face ID mit einer Maske verwenden. Face ID ist nämlich am präzisesten, wenn das gesamte Gesicht zur Erkennung natürlich konfiguriert wurde. Um Face ID mit einer Maske zu nutzen, kann das iPhone aber zur Authentifizierung die eindeutigen Merkmale im Bereich nur um die Augen selber erkennen. Und deshalb funktioniert es auch so, oder es funktioniert ein Unlock auch dann, wenn wir eine Maske tragen. Das können wir an- oder ausmachen, kommt darauf an, wie ihr maskenspezifisch unterwegs seid. Gehen wir jetzt mal von Ja aus. Ein weiterer Scan ist dafür notwendig, denn jetzt wird genauer abgescannt der Bereich um unsere Augenpartie. Setze deine Brille für den dritten Face-ID-Scan ab. Das heißt, das Gerät hat gemerkt, dass ich eine Brille trage. Brille absetzen. Normaler Face, ins Ding fortfahren drücken. Jetzt drehe ich mal andersrum. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch immer den gleichen Weg beschreiten. Und zack, dritter Scan completed. Face ID ist nun konfiguriert. Und was wir noch machen können, wir können eine weitere Brille hinzufügen. Das heißt, wenn wir eine andere Brille, wie zum Beispiel Sonnenbrillen etc. haben, ballern wir das einmal, kommen an, hallo, bewegen uns um die eigene Achse. Die Brille wird noch mehr abgetastet als vorher. Und nun haben wir die Brille konfiguriert. Wenn ihr mehrere unterschiedliche Sammlungen von Brillen habt, ist das sehr sinnvoll. Und jetzt seht ihr, was wir machen können. iPhone entsperren. Probieren wir aus. Entsperren hat auch gut funktioniert, wie ihr gemerkt habt. Gehen wir den Face ID zurück. Müssen wir kurz den Code eingeben. Na, also entsperren, iTunes und App Store benutzen, kontaktlos bezahlen, Passworte automatisch ausfüllen. Sehr sinnvolle Konfiguration. Und dann, Face ID mit Maske ist dran. Wir können Brillen hinzufügen, auch noch weitere Brillen. Ne? Face ID ist nämlich da sehr detaillierter, je mehr wir Informationen wir zusammen dort konfigurieren. Dann haben wir hier was. Face ID lernt ständig hinzu, wie sich unser Aussehen verändert, aber kann zusätzlich noch ein alternatives Erscheinungsbild erkennen. Das zweckentfremde ich gerne, um einen zweiten Gesicht abzulegen. Das heißt, wenn ihr alternatives Erscheinungsbild konfiguriert, geht das Face-ID-Programm nochmal los, aber tut das mit einem weiteren, anderen Segment. Das heißt also, wir werden jetzt weiter gescannt und abgelegt. So, gleiches Prozedere nochmal. Hier ist es aber sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel einem anderen Menschen Zugriff gewähren wollt, und der kann nämlich dann das Face ID über das alternative Erscheinungsbild abgeballert kriegen. Ne, ihr seht, das ist möglich.
sehr sinnvoll, oder? Dann kann nämlich ein anderer Mensch, wenn ihr das wollt, auch auf euer Phone dann mit dem Face ID zugreifen. Dann Face ID zurücksetzen. Das heißt also, dort wird alles dann zurückgeballert. Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID, das heißt, die True Depth Kamera bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe, indem wir vor der Authentifizierung feststellen, ob wir auf das iPhone blicken. Ja, es kann nämlich sein, dass ein Blick bei einigen Sonnenbrillen nicht erkannt werden könnte. Deshalb könntet ihr das hier nämlich auch deaktivieren. Aufmerksamkeitssensible Funktion. Das iPhone prüft die Benutzeraufmerksamkeit vor dem Dimmen des Displays. Und Schutz für gestohlene Geräte ist ein weiterer Schutz, den wir einsetzen können, um dort dann, wenn wir an einem sicheren Ort sind, ganz normal durchführen, alles können. Aber wenn wir an einem nicht sicheren, also nicht, wo wir uns oft aufhaltenden Ort, das heißt also, hier kommt die Apple Intelligence zur Sprache, kann man nämlich dort dann nicht rein. Oder sogar, wenn euer Phone gestohlen wird, kann, selbst wenn der PIN da ist, also die Passcode da ist, kann der neue Besitzer des Dinges, auch wenn er nicht echter Besitzer ist, das Gerät nicht zurücksetzen. Code deaktivieren, Code ändern. Denn manchmal, nach einem Reboot zum Beispiel, brauchen wir den Code. Code anfordern sofort. Sprachwahl. Dann können wir hier die Sperrzustand, Zugriff noch verändern und die Daten löschen da unten, wenn wir ein paar Mal zu wenig eingezogen haben. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal Code deaktivieren. Apps, für die Face ID erforderlich sind, verborgene Apps, bla bla. Das heißt, jetzt können wir den ARC aktivieren. Wenn wir diesen Fall haben, wird ein Passwort für unsere Apple ID nötig. Nicht die von Passcode für Face ID, okay? Also wir wollen das Passcode verändern, brauchen aber das Passwort von der Apple ID. Zack. Zum Deaktivieren des Codes Face ID zurücksetzen. Dein Code kann nicht deaktiviert werden, solange Face ID konfiguriert ist. Da seht ihr also, das Phone ist schon sinnvoll miteinander verbunden und verknüpft. Das heißt, wenn wir den Code verändern wollen, beziehungsweise verändern geht, aber deaktivieren wollen, wie ich das jetzt wollte, müssen wir uns erst darum kümmern, dass Face ID deaktiviert ist. Das heißt also, wir können hier Face ID zurücksetzen gehen. Dann seht ihr es oben alles weg, ne? Das klappt dann nicht mehr. Und wir können mit unserem alten Code hier noch reingehen. Und wenn wir jetzt den Code ändern setzen, müssen wir den aktuellen Code eingeben des Gerätes. Das ist der Unlock-Code. Und dann den neuen Code für das Gerät eingeben. Das heißt, wir bestätigen den neuen Code fürs Passcode und haben dann unseren neuen Code abgespeichert ins System, mit dem wir auch, wenn es dazu kommen sollte, dass Face ID uns auffordert, den Code zu ballern, diesen müssen wir dort eingeben. Den solltet ihr nicht vergessen, ansonsten müsst ihr euer iPhone nämlich zurücksetzen. So könnt ihr also Face ID einsetzen, einrichten und einsetzen und auch wieder deaktivieren, wenn ihr das wollt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!